Herzlich willkommen zum vierten Teil, wie man sich eine Homepage erstellt. Im letzten Teil haben wir erfolgreich unseren Inline-Frame in die Homepage eingebaut mit Frontpage. Wir befinden uns wieder in Frontpage. Und nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie hier oben in der Navigation alles verlinken können und auch Ihren Inline-Frame anpassen können. Und natürlich auch Content hinzufügen. Wie Sie jetzt noch sehen, ist in unserem Inline-Frame die Kopie von unserer Seite. Das haben wir. Oder das ist noch, weil wir unsere einzelnen Seiten kopiert haben und sie dann umbenannt haben, einfach mal für zum Beispiel für Home, Kontakt, Games, Gästebuch und Tutorials. Jetzt ist überall dort noch die Kopie von unserer Seite. Jetzt müssen wir Content hinzufügen. Dazu öffnen wir diese HTML-Datei, gehen einfach auf Datei, öffnen, gehen in diesen Ordner hinein, wo wir unsere Homepage gespeichert haben und öffnen einfach mal Home. Jetzt haben wir hier die Kopie von unserer Seite, die können wir natürlich löschen, STRG und A, alles markieren und entfernen. Geben dann hier einfach mit weißer Schrift einfach mal Test, Test, Test ein und dann schreibe ich einfach mal Home, damit man wieder erkennt, dass die Links auch funktionieren. Gib da nochmal die Super Mario Schrift an, so, etwas größer. Ah. Stellen wir auf 6. So. Speichern das, gehen hier oben. Rechtsklick drauf, speichern und können es auch wieder schließen. Jetzt sehen wir schon, dass hier steht Test, Test, Home. Jetzt müssen wir diesen Home-Button hier oder diesen Home verlinken in der Navigation. Dazu klicken wir drauf. Auf diesen Slice hier, den wir vorher mit Photoshop gemacht haben. Drücken STRG und K. Gehen dann hier auf Home. Und das ist ganz wichtig. Hier darf kein HTTP vor sein. Das ist irgendwie zum Anfang verbuggt. Ich weiß auch nicht warum in Frontpage. Deswegen gehen wir einfach mal nochmal zurück und gehen nochmal in den Ordner neu rein und dann funktioniert es auch. Gehen hier auch einfach auf Kontakt. Und das hier, auf Home, Entschuldigung, dass hier nur home.html steht und nicht hier HTTP oder ähnliches noch vor. Und wählen dann hier auf Zielframe I1. I1 ist unser Inline-Frame, den wir hier haben. Drücken OK und wieder OK. Jetzt sieht man, wenn ich in meine Vorschau gehe, dass sich alles verschoben hat und dass hier oben so ein Rand entstanden ist, den wir natürlich nicht haben wollen. Den müssen wir entfernen. Dazu gehen wir in den Entwurf und markieren diesen Slice, wo wir unseren Link hinzugefügt haben. Gehen dann in den Code. Dann bekommen wir automatisch die Auswahl von dem Slice hier, wo das auch verlinkt worden ist. Und hier gehen wir ganz nach hinten. Gehen in die Klammer, geben ein Leerzeichen ein und geben dann ein Border gleich, Gänsefüßchen oben, 0. Damit stellen wir den Rand aus. Wenn wir jetzt wieder in die Vorschau gehen, hat sich alles wieder richtig verschoben hier und das Home ist auch verlinkt. Das müssen wir jetzt mit allen machen hier in der Navigation. Dazu gehen wir wieder in den Entwurf. Kontakt, STRG und K. Wählen Kontakt aus. Zielframe. I1. Okay, okay. Bei Games, STRG und K. Games, Zielframe, I1. Okay, okay. Das Gästebuch, STRG und K. Gästebuch, Zielframe, I1. Okay. Und bei Tutorials, STRG und K. Tutorials, Zielframe, der Inline-Frame und bestätigen dies auch mit Okay. Dann wählen wir wieder Kontakt aus, gehen wieder in unseren Code, haben wieder hier unsere Zeile, die wir haben und geben zum Schluss wieder ein. Border gleich Klammer oben, 0 und wieder oben. Gänsefüßchen oben. Kopieren das einfach mal, damit es schneller geht mit STRG und C. Gehen dann wieder in den Entwurf auf Games, gehen in den Code, sehen das hier wieder. Wieder zum Schluss den Border hinzufügen. Das gleiche auch mit Gästebuch. Und zum Schluss noch mit Tutorials. Und bei Vorschau sehen wir, überall ist der Rand weg und hier passt es auch wieder mit den Rahmen und alles. Dann werden wir noch Content hinzufügen. Gehen hier oben auf Datei. Öffnen, Kontakt. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Ich habe jetzt überall schon Content hinzugefügt. Ich habe jetzt einfach übergeschrieben Test, Test, Kontakt und jeweils das andere, was dazugehört. Zum Beispiel bei dem anderen habe ich bei zu den Games habe ich jetzt Test Test Games, damit man das auseinanderhalten kann und auch sieht, dass die Links funktionieren.
Dann speichere ich das mal, hier oben Rechtsklick, Speichern und öffne das mal in unseren Firefox, die HTML-Datei. Das habe ich schon mal gemacht. Dann kann ich einfach mal, aktualisiere ich einfach mal mit F5 und klicke einfach mal hier auf Kontakt. Und hier steht Test, Test, Kontakt, Games, Test, Test, Games, Gästebuch, Test, Test, Gästebuch und so weiter. Also unsere Links funktionieren alle einwandfrei. Und jetzt kann man schön Content hinzufügen, den man gerne haben möchte. Wenn wir dies gemacht haben, werde ich Ihnen als nächstes zeigen, wie man die Homepage hochladen kann. Dazu habe ich mir einen Account bei Funpick erstellt. Funpick.de. Kann man sich hier kostenlos anmelden und kann hier dann die Homepage hochladen. Man hat dann so einen kleinen Werbungsbanner, aber die meisten haben eh einen Adblocker oder ähnliches, womit eh die Werbung unterdrückt wird und das ist alles kostenlos. Um das hochzuladen, benutze ich das Programm FileZilla. Ist ein kostenloses Programm, das man sich runterladen kann. Den Link kann ich in die Videobeschreibung packen. Und jetzt werden wir mal auf unseren Server verbinden. Jetzt hat er richtig verbunden. Braucht ein paar mehrere Anläufe, aber irgendwie wollte das gerade nicht. Jetzt haben wir hier, wenn ich das mal hier vergrößere, hier habe ich schon ein paar andere Ordner. Habe ich hier einen neuen Ordner erstellt. Tutorials, da gehe ich einfach mal rein. Wähle dann einfach mal, ich muss in den Ordner erstmal reingehen, wo wir das Ganze gespeichert haben. Das können wir auch, müssen wir nicht hier rüber machen, wir können auch einfach über unser normales Windows und das einfach da reinschieben, geht viel schneller. Machen wir mal, so geht er in den Ordner rein, das ist hier. Das ist hier bei mir, das ist dieser Ordner. Hier habe ich alles drin. Und diesen ganzen Ordner schiebe ich einfach mal in das Programm hinein. Dann wird es hochgeladen. Das dauert dann einen kleinen Moment. Hier sieht man noch 17 Dateien. Eine Datei. Und fertig. Dann gehen wir wieder in unseren Browser. Geben unsere Adresse ein. Bei mir ist das dies hier. Funpick.de. Habe ich denn hier meine Ordner Tutorials? Mario Tutorials. Und hier ist unsere HP Mario Tutorials.html. Und wie wir sehen, ist die Homepage hochgeladen. Und die Links funktionieren auch. Home, Kontakt, Games, Gästebuch und Tutorials. Somit ist unsere Seite erfolgreich im Internet hochgeladen. Den Link zu der Seite packe ich auch nochmal in die Videobeschreibung, könnt ihr euch anschauen. Und wenn noch Fragen bestehen oder wenn ihr noch andere Sachen sehen wollt, wie man sich zum Beispiel Gästebuch oder ähnliches hinzufügen lässt, lasst mich das einfach wissen, ob ihr das gerne sehen möchtet. Oder schreibt mir einfach eine private Nachricht, dann werde ich das auch nochmal als Tutorial machen. Ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.